Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch heute soll es wieder um ein Messer gehen, das mir der gute Frank vom Kanal Frank1Bit zur Verfügung gestellt hat. Neben den beiden traditionellen Messern, die ich euch schon zeigen konnte, hat er mir auch noch ein etwas taktischeres Messer beigelegt. Und zwar nicht nur irgendeins, sondern eines von einem sehr, sehr bekannten Hersteller. Und das hat er dann auch noch stark verändern lassen. Wenn ich damit euer Interesse geweckt habe, dann bleibt dran. So, dann wollen wir mal schauen. Ich mache mal diese kleine Pouch hier auf und hole das Messer raus. Und da werden es viele von euch schon erkannt haben. Es handelt sich um ein Hinderer XM18. Aber nicht um irgendein Hinderer XM18, sondern um eines, das extrem stark verändert worden ist. Da hat der Frank alles aufgeboten, was so die Messer-Tuning-Industrie anzubieten hat. Angefangen hier mit dieser Titanplatine. Standardmäßig kommen die Hinderer mit G10-Platinen. Die hat er von Hinderer austauschen lassen gegen diese schön gefräste Titanplatine. Bronze anodisiert. Außerdem hat er die gesamte Hardware austauschen lassen, auch gegen Titan-Hardware Bronze anodisiert. Auch das hat er bei Hinderer machen lassen, beziehungsweise hat sich die Hardware von Hinderer schicken lassen, gehe ich mal von aus. Aber damit nicht genug. Er hat auch noch weitere Veränderungen vorgenommen, hier in Form dieser kleinen Totenschädel. Die finden sich auch auf der anderen Seite wieder, hier auf dem Clip und dann hier vorne auf der Abdeckung für den umsetzbaren Clip. Und als wenn dieses Messer damit nicht schon besonders genug wäre, nein, hierbei handelt es sich auch noch um eine sehr, sehr stark limitierte Version, wie mir der Frank gesagt hat. Denn diese Laserung hier auf der Platine, die ist wohl sehr selten. Insgesamt soll es von diesem Messer mit dieser Laserung hier nur 5 Exemplare gegeben haben. Und wir sprechen da von der Normalversion des Messers. Also noch bevor Frank hier Hand angelegt hat und das Messer noch extrem stark verändert hat. Das Hinderer XM18 ist an sich schon ein recht großes und schweres Messer. Aber in dieser Ausführung bringt es dann noch mal mehr Gewicht auf die Waage. Wir haben hier insgesamt 180 Gramm in der Hand und das ist ein Gewicht und eine Größe, die man sicherlich schon in der Hose merkt, wenn man das Messer mit sich führt. Vom Hinderer XM18 gibt es ja verschiedenste Versionen mit unterschiedlichen Klingenformen und der Frank hat sich hier für die wohl spektakulärste Klingenform entschieden. Das ist die Bowie-Form und diese Bowie-Form ist auch sehr extrem ausgeführt, wie ich finde. Der Clip-Point, der fängt schon relativ früh hier an und fällt dann wirklich extrem stark ab zu einer sehr filigran ausgeschliffenen Spitze. Wenn wir uns das jetzt hier mal von oben angucken, da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob die Spitze wirklich symmetrisch ausgeschliffen ist, aber ich glaube, das ist wirklich nur der Winkel, wie man gerade auf diese Spitze guckt, denn es scheint so, als wäre diese falsche Schneide, die hier ebenfalls noch angebracht ist, doch symmetrisch angebracht und es wirklich nur eine optische Täuschung ist. Als Stahl verwendet Hinderer hier den S35VN. Die Klinge verfügt über ein Stonewash-Finish, das allerdings danach stark poliert worden ist. Das ist ein Finish, das mir gut gefällt, neben einer Handsatinierung, da dieses Finish hier auch den ein oder anderen Kratzer verzeihen würde. Jetzt denken sich wahrscheinlich viele von euch, naja, das Messer ist ja eh so eine Safe Queen, liegt den ganzen Tag in der Vitrine, was anderes kann man da ja eh nicht mitmachen. Aber der Frank hat mir gesagt, dass er dieses Messer schon stark vermisst, weil es wohl eine Lücke in seine
EDC-Rotation gerissen hat, die er möglichst schnell wieder füllen möchte. Und das finde ich natürlich schon außergewöhnlich, dass man so ein Messer hier tatsächlich in der EDC-Rotation mit sich trägt. Hier nochmal ein Blick auf die ganzen Verzierungen, den Hülsenboden einer 45er Patrone, dann die beiden Skulls. Ich denke, normalerweise könnte dieses Hinderer recht gut in der Hand liegen. Bei diesem Modell verhindern aber die ganzen Verzierungen eine gute Handlage. Man merkt hier schon den aufgesetzten Totenkopf und auch die Patronenhülse, wenn man das Messer in die Hand nimmt und zudrückt. Grundsätzlich hätte ich hier bei dem Griff genügend Platz. Auch Leute mit größeren Händen, mit Handschuhgröße 10, dürften hier noch überhaupt keine Probleme haben. Was auch gut ist, ist hier diese Mulde auf dem Klingenrücken. Hier legt sich fast automatisch der Daumen drauf, um dann hier besonders genaue Schnitte ausführen zu können. Man könnte theoretisch auch noch nach vorne greifen. Wir haben hier eine recht große Fingermulde, die reicht für meine Finger gerade so aus. Natürlich, Leute mit dickeren Wurstfingern sollten da etwas vorsichtiger sein. Aber ich denke, auch im normalen Griff kann man die Klinge schon sehr gut führen. Der Klingenlauf ist recht gut. Ich habe in den letzten Tagen jetzt mit dem Messer ein bisschen rumgespielt und da war der Klingenlauf sogar noch besser. Aber als ich heute Morgen mal auf den Klingenstand geguckt habe, der jetzt wieder sehr gut steht, habe ich festgestellt, dass die Klinge ein bisschen aus der Zentrierung herausgelaufen ist, weil sich die Achsschraube hier etwas gelöst hat. Ich konnte sie aber mit dem Fingernagel wieder anziehen. Ihr seht, die Klinge fliegt immer noch gut auf, nur das Zurückschütteln ist jetzt etwas schwieriger als vorher, aber auch überhaupt kein Problem. Die Klinge läuft übrigens nicht auf Kugellagern, sondern wir haben hier nur Unterlegscheiben aus Teflon. Ich glaube, ihr könnt es gerade so erkennen, dass da so etwas Weißes zu sehen ist. Und was das Messer hier auch nicht hat, und das ist ja recht ungewöhnlich, hier haben wir keine Stahleinlage, die verhindert, dass das Titan der Speerfeder direkt mit dem Stahl der Klinge in Berührung kommt. Aber das macht dem Hinderer hier überhaupt nichts aus. Wir haben hier keinen Sticky Lock, sondern die Speerfeder lässt sich hier wirklich einfach zur Seite bewegen. Dabei hilft natürlich hier auch das angebrachte Jimping. Etwas gewöhnungsbedürftig fand ich den Flipper-Tap. Ich fand ihn am Anfang recht unangenehm, weil ich den Fehler gemacht habe, dass ich den Finger vor den Flipper-Tap gelegt habe und ihn dann einfach zurückgezogen habe, ähnlich wie bei einem Light-Switch. Das funktioniert, aber ist auf Dauer recht unangenehm, weil die scharfe Kante hier immer in das Fleisch des Fingers drückt. Und was auch passiert ist, dass man die Klinge manchmal nicht richtig aufgeworfen bekommt. Wenn man allerdings direkt von oben drückt, also einen Push-Button macht, dann fliegt die Klinge regelrecht auf. Und das Ganze macht dann deutlich mehr Spaß. Was man theoretisch auch machen könnte, wäre die Klinge hier über die Daumenpins zu öffnen, die allerdings gar keine sind. Das funktioniert auch, aber eigentlich sind diese Pins hier nur als Klingenanschlag vorgesehen und nicht wirklich als Öffnungshilfe, weil da ist der Flipper-Tap dann immer gerne im Weg, wenn man versucht, hier die Klinge mit den Daumenpins aufzuwerfen. Ja, meine abschließenden Gedanken zu diesem Messer. Erstmal nochmal meinen herzlichen Dank an den Frank, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, so ein Messer tatsächlich mal in die Hände zu bekommen. Ich persönlich würde wahrscheinlich nie Gefahr laufen, mir ein Hinderer
XM18 zu kaufen. Da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Aber ich kann natürlich Leute verstehen, die sich ein normales XM18 holen, weil sie sagen, das ist ein großes, schweres Messer, das hält was aus. Das kann ich auch richtig zum Arbeiten benutzen. Umso schwerer fällt es dann, sich vorzustellen, dass der Frank tatsächlich dieses gepimpte Messer hier ebenfalls in der EDC-Rotation hat und es tatsächlich auch benutzt. Viele hätten jetzt gedacht, das liegt einfach nur in der Vitrine. Ein weiterer Grund, warum das Messer mir persönlich jetzt nicht so zusagt, hängt dann natürlich wieder mit dem Paragraphen 42a zusammen und meinem Versuch, nach Möglichkeit nur sozialverträgliche Messer mit mir zu führen. Denn wenn ich mir vorstelle, ich würde dieses Messer hier in der Pause herausholen, um mir damit einen Apfel zu schneiden, das würde dann doch schon den ein oder anderen kritischen Blick auf sich ziehen. Und da bin ich eben auch ein bisschen vorsichtig, aber das wisst ihr ja, wenn ihr meine Videos guckt. Nichtsdestotrotz finden diese Messer auch ihre Anhänger und Frank ist da das beste Beispiel. Das soll es gewesen sein. Ihr findet den Link zu Franks Kanal unten in der Videobeschreibung. Außerdem habe ich noch seinen Instagram-Account angegeben. Dort ist er zurzeit deutlich aktiver als auf YouTube. Apropos Instagram, auch meinen Instagram-Kanal verlinke ich mal unten. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein. Dort findet ihr dann Fotos von den Messern, die ich hier im Video vorstelle, teilweise auch schon einige Tage bevor das Video erscheint. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt, Mon YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!